Aufnahme läuft, perfekt. Okay, weil dann, ja, genau. Hi. Schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Immer noch der Invasionsrun. Dark Souls 1. Ich bin auf dem Weg zum Klaffdrachen. In der Kanalisation. Ich wurde hier gerade, während ich am Leuchtfeuer saß, vorhin einmal invaded von einem NPC, wie mir der Chat mitgeteilt hat. Das habe ich dann schnell aufgenommen. Ich weiß nicht, wo das jetzt landet, ob ihr es schon gesehen habt oder ich es vielleicht hier einfach ganz kurz einspiele. Ist eigentlich ein guter Moment. Finstergeist, Ritter Kirk ist in mein Spiel gedrungen. Das ist jetzt einfach nur so eine Zwischenaufnahme. Keine Ahnung, das schiebe ich vielleicht irgendwo rein oder so. Ich war gerade am Leuchtfeuer. Und am Leuchtfeuer kann man tatsächlich invaded werden. So, jetzt ist die Frage, wo ist er denn? Du jagst dein Essen jetzt. Viel Spaß. Wo ist Ritter Kirk? Ich hab gedacht, am Leuchtfeuer geht's nicht, aber dann muss ich zum Fire Link gehen. Das kann also passieren, dass man, währenddem man am Leuchtfeuer sitzt, wo man sich sicher fühlt, angegriffen wird. Riesenschweinerei. So, der sucht mich jetzt in der Kanalisation. Der Ritter Kirk. Die Großaxt, die ist gut. Ich habe keine Ahnung, wo er steckt. Oh, ach, da war eine Ratte in der Kiste. Nicht vergiften. Och, Mann. Jetzt bin ich auch noch vergiftet und hier kommt jetzt so ein Ritter Kirk an. Hier darf ich jetzt nicht durch, ne? Doch, hier dürfte ich durch. Aber dann verschwindet doch der Ritter Kirk, oder? Oder wie läuft das, wenn ich jetzt durch den Nebel gehe? Lol. Habe ich gerade eine Menschlichkeit bekommen? Was ist gerade passiert? Nun bei Bossnebel. Ist das hier kein Bossnebel? Estus habe ich bekommen. Lol, dann ist Ritter Kirk ja gestorben. Ich gehe jetzt hier mal durch den Nebel durch. Ah, hier ist der Brutzler. Sehr gut. Hat einer eine Glocke geläutet? Okay. Was für eine Glocke? Ja, das Level ist absolut beschissen für Invasions. Ich verstehe auch nicht, warum er das gemacht hat. Aber er ist, glaube ich, immer noch in meinem Spiel, also... War hier noch irgendwas? Nein, das wollte ich nicht. Wo bin ich jetzt? Jetzt bin ich hier unten wieder. So eine Kacke. Oh, dieses Gift, ne? Oh, da ist er.
Nee. Okay, scheiß auf parieren. Nein, nicht Ratte. Oh, nee. Oh, 10.000 Seelen. Warum schleppe ich denn 10.000 Seelen mit mir rum? Wenn ein Spieler die Glocke läutet, bekommt man ein Estus-Flakon. Ach so, die große Glocke. NPC, oder nicht? Kann man einfach so von NPCs invaded werden? So, ich bin jedenfalls jetzt nicht mehr menschlich. Wir beenden mal wieder diese Aufnahme. Mal gucken, wo ich die reinschiebe. Oder einfach als extra, als kleines. Genau. Und ich gehe jetzt zum Klaffdrachen. Auf dem Weg dahin versuche ich natürlich, meinen Loot wiederzufinden. Falls ich den nicht finde, mache ich mich jetzt doch nochmal wieder menschlich, dass ich hier weiter invaded werden kann. Merlin, hi, grüß dich. Schön, dass ihr alle am Start seid, Leute. Genau, auf geht's zum Klaffdrachen und auf dem Weg versuche ich irgendwie noch diesen Loot zu finden. Ich muss jetzt kurz überlegen, oh, weiß ich nicht. Ich glaube, zum Klaffdrachen ging es hier runter. Wir haben kurz im... Der Chat hat mir kurz ausgeholfen, wo ich hin muss. Und da wird auch Jupp geschrieben. Dann wahrscheinlich hier lang. Ah, da ist mein Loot. Ja, perfekt. Ist der hier irgendwo? Nee. Ah, schon wieder der Ritter Kirk. Ah, das ist der NPC. Oh, Ratte. Oh, Ratte. Oh, Ratte. Ritter Kirk, wo sind Sie? Da. Okay, Kirk ist erledigt. Der kommt nicht nochmal. Verbleibende Energie des Finstergeistes erhalten. Ah, noch eine Menschlichkeit bekommen. Cool. So, jetzt ist die Frage, wo ist der verdammte Klaffdrache? Von da bin ich gekommen. Ah, ja. Hier sind noch die Ratten. Im Bossraum, sagt er. Kommt hier vom Merlin. Hier? Ist das hier gewesen? Ah ja, hier. Okay. Sehr gut, sehr gut. Hier runter. Mit 16.000 Seelen. Let's go. 7 Flakons. Okay, nice. Dankeschön, Flippo. Und natürlich Merlin, klar.
Ich würde ihm gerne den Schwanz abhacken, einfach weil ich, glaube ich, die Waffe von ihm bisher noch nicht hatte. Oder hatte ich die schon mal? Um mal zu sehen, was die kann. Oh, shit. Hey! Jawohl. Ah doch, die hatte ich schon mal. Okay. Hä? Lol. Okay. Was ist hier für ein Loot? Ah, eine Rüstung, cool. Komm, mach dein Klaffdrachen-Maulding. Damit ich dir auf dein Köpfchen hauen kann. Ah. Jetzt hat mir der Stummelschwanz Schaden gemacht. Auch geil. Na bitte. Das war der Klaffdrache. Ja, ich würde also sagen, an der Stelle benutzen wir einfach den Heimkehrknochen. Danke, Leute. Dankeschön. Und leveln. Level 34. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell Level aufsteige hier tatsächlich. So, jetzt will ich zurück zum Feuerlink. Ja, am besten hier lang, ne? Ach, ich hab's... Ich wusste, dass es kommt. Und hab's trotzdem gemacht. Lass mich hier raus. Nee. Nee. Okay, überlebt, sehr gut. Glaub, hier lang ist es am besten. Könnte ich noch den Typen befreien? Hier ist irgendwo so ein... Ja,
ist irgendwo so ein Typ im Fass. You. Yes, you. Here, over here. Please, you must help me. I'll be, thank you. Ja, bei dem kann man so Feuersachen lernen. Okay, passt. Ein Sack. Hier unten waren Hundis. Super nervig. Wegen dem Wasser. Gut, wenn du nicht willst, laufen wir an dir vorbei. Was ist da hinten für Loot? Ich dachte, ich hätte hier schon alles gesammelt, aber anscheinend nicht. Hier ist noch was. Ah, eine Seele. Passt. Ist okay. Warum laufe ich jetzt zurück zum Feuerlink? Ich hätte ja auch oben Schandstadt aufmachen können. Ich laufe zum Feuerlink, weil es dort einen besseren Weg gibt. Nach Schandstadt zu Quelak. Einen wesentlich einfacheren Weg. Ich habe bisher, glaube ich, nur einmal wirklich meinen ganzen Loot verloren, ne? Glaube ich. Ach, ihr Bazis. Leveln können wir nicht. Aushöhlen brauche ich nicht, bin menschlich. Auf geht's nach Schandstadt. Oder? Nee, warte mal. Moment. Ist das der richtige Weg? Nee, hier unten komme ich doch nur nach Ding. Nach Neulondo. Bin ich jetzt doof? Ich war doch vorhin dort. Nee, war ich nicht. Ich war von der anderen Seite dort. Doch, runter. Okay, dankeschön. Ah, genau, so war das. Und dann hier eben nicht nach Neulondo rein, sondern hier rauf. Genau, hier komme ich jetzt, hier kann ich aufmachen. Da gibt es noch eine Seele. Und dann möchte ich zuerst, bevor ich nach Schandstadt gehe, einmal kurz den halbtoten Drachen da vorne besuchen. Welches Item ist das Schwert? Das hinterste, ne? Der wacht erst auf, wenn man eine Sache geschnappt hat, oder? Ich glaube, das Schwert ist das hier. Nee, das war eine Seele. Verdammt. Das hier? Nein.
Dann das hier. Und eine mitgegeben. Shit. Nein, ich bin tot. What? Ich konnte nicht mal ausweichen. Oh, Kacke. Ach, das... Oh, Mann. Hier, wegen dem Schwert wollte ich dahin. Ah, okay, guck mal, da brauche ich nämlich Wille für. Dann werde ich ab jetzt auch ein bisschen Wille leveln. Ich glaube, das ist ganz geil, das Schwert. Und dann spiele ich das nämlich. Ich glaube, das ist ganz geil, aber sicher bin ich mir nicht. Das würde ich gerne ausprobieren. Mit einem Wille-Build. Dann muss ich aber auch Sachen mit Wille irgendwie... Was muss ich denn sonst dann machen, theoretisch? Oh, komme ich jetzt da an meinen Loot ran, ohne zu sterben? Ich weiß es nicht. Valley of Drakes ist kein PvP-Gebiet, das kann sein, aber da gehe ich ja auch jetzt nur kurz wieder hin, um meinen Loot zu holen. Ach so, weil ich jetzt menschlich gemacht habe. Ja, aber ich bin ja dann in Schandstadt demnächst, also relativ zügig. Und noch nicht am Leuchtfeuer, das heißt, theoretisch könnt ihr mich davon abhalten, zum Leuchtfeuer in Schandstadt zu kommen. So, jetzt ist der Drache da am Leben. Ich probiere das nur ein einziges Mal, dort an meinen Loot ranzukommen. Wenn das jetzt nicht klappt... Wo ist er denn? Da. Okay. Ja, zwei Menschlichkeit. Immerhin. War gar nicht so viel. Hätte ich auch liegen lassen können. Kaum Seelen. Aber naja, was soll's. Was gibt es denn noch an Wille-Sachen, die sinnvoll sind? Moment, Merlin, ich bin aber schon relativ weit, dass du da hinterherkommst jetzt, weil Dark Souls auf dem PC ist... Also Dark Souls im Allgemeinen, du musst halt vom Level her 10 irgendwie Prozent, darfst dich nur unterscheiden. Das war ein Joke. Okay. Hätte ja sein können, dass du da voll Bock drauf hast. Der Dude am Firelink verkauft Miracles. Der mit dem... Der Digge. Ah, ich habe hier immer erst einen angelockt gehabt. Aber es geht. Gott, was die mir für Probleme bereitet hatten beim ersten Mal. LOL.
Was machen denn die Miracles? Lohnt sich da, das Wille-Ding zu machen? Heilung Buffs entgiften. Dann wirst du von der Community verachtet. Okay, okay. Dann lassen wir es. Ja, so langsam kommt dieses Schwert an seine Grenzen. Weiß nicht, wie gut das bei Quelaag funktionieren wird. Ey, nicht. Doch, hier. Oh oh. Oh, knapp. Wilde Mildred, ja, NPC. Die spawnt hier vorne direkt irgendwo, da ist sie. Hier bin ich. Schlachtermesser. Im Sumpf. Ist das hier der Sumpf, oder? Ich weiß immer noch nicht, ob ich Beweglichkeit oder Stärke mache, weil ich noch keine Waffe gefunden habe. Oder Moment, ich guck mal ganz kurz. Ich guck mal ganz kurz, weil ich habe ja schon ein bisschen was gefunden. Also... Schwertgriff, nee. Das Schlachtermesser, das ist, glaube ich, ganz gut. Die Großaxt. Die ist aber sehr, sehr groß, ne? Stärke C, der Morgenstern. Riesenkeule, Stärke A. Das ist natürlich nicht schlecht. Die Hellebarde, D. Schwertgriff ist S-Tier. Das ist halt eine Großaxt, ne? Die hat auch keinen Attributsbonus. Ich will auf jeden Fall was mit Attributsbonus haben. Das Schlachtermesser. Aber hier Wille ist halt in dem Fall, ich will kein Magiezeug machen, immer noch nicht. Dann vielleicht doch irgendwie normales Langschwert oder sowas. Das hat alles CC bei Stärke, Beweglichkeit. Ja, dann kann ich tatsächlich einfach noch hergehen aktuell und mal beides gleichzeitig leveln. Stärke und Beweglichkeit so ein bisschen hochleveln. Ja, machen wir es so. Jetzt müsste ich ja bessere Rüstung auch anlegen können, mal langsam.
24, 20, 12, 3. Feuer, 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 Feuer. Quillack hat Feuer. Feuer, Feuer, Feuer. Da macht es keinen großen Unterschied. Feuer, hier, schwarze Lederstiefel. Oh, das ist jetzt eine schwere Rolle. Machen wir uns hier wieder ein bisschen leichter. So passt's. Was zum... Ach, hier hat jemand das Leuchtfeuer angezündet. 13 Flakons habe ich. Tassilo Slayer. Wo bist du? Tassilo Slayer, komm nur her. Nein! Ich will gegen Tassilo Slayer kämpfen. Wo ist er? Da hinten. Er rennt durch den Sumpf. Ja, jetzt komm mal her, du. Dämliche Fliege. Nicht vergiftet. Nein, ich bin vergiftet. Komm, wir kämpfen hier drin. Ah, du bist auch irgendwie vergiftet, glaube ich. Wer auch immer du bist. Mit deiner Kapuze. Dämliche Fliege. Ey! Nicht mit Sachen nach mir schmeißen! Und du dumme Fliege! Und Feuer spucken tut er auch! Oder Gift spucken oder so. Hau ab mit deinem Magieblödsinn! So nicht, Freundchen! Ich snack dich. Ich snack dich. Ich habe 12 Flakons. Oh, das Delay ist natürlich auch echt übel, ne? Ey, aua! Oh, was ist das? Du vergiftest mich auch oder so. Aufhören! Nicht, nee, 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 nee. Hör auf mit diesem komischen Zeug nach mir zu schmeißen. Nee. Nein, 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 was auch immer es ist, hör auf. Schweinerei, ey. Aua. Nee, nein. Die bewerfen mich hier mit Zeug, ey. Ah, nicht, 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 nein, 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 nein. Oh. Ah, geh, geh. Oh, Mann. Ah, GG. Safe ist das der Sepp. Ja, wahrscheinlich, weil er auch nichts geschrieben hat gerade, ne? Ich glaube, der Sepp hatte auch schon mal was von Tassilo Slayer erzählt in den letzten Streams. gut, jetzt den Finger benutzen. Weil so selten, wie es bisher passiert ist, passt das schon. Also, auf zu Quillack. Oh oh, oh oh, oh oh, oh Mist. Na gut.
halb so wild. Jetzt kann ich wenigstens hier durchlaufen. So. Quelak, ich glaube, ich weiß noch Bescheid. Gibt eine recht easy Ecke. Ah, das war nicht so perfekt, aber ist okay. Ja, das Schwert macht nicht so viel Schaden an ihr. Sie explodiert ja, wenn... Mist. Na, geht doch. Läuft. Mit Gift. Während ich vergiftet war. Hier geht's weiter. Dankeschön. So, eine weitere Glocke. Ja, okay. Alles klar. Dann einmal hier runter und... Ah, Sens Festung. Schauen wir mal. Ich glaube, ich kann mich noch ganz gut erinnern. Oh, dear. Don't back. I pray that you will... Ich brauche ein bisschen Kondition wegen... Feuerhüterin-Seele. Habe ich noch keine gefunden? Lol. Weiß gar nicht, wo sind denn die?
Was war nochmal mit diesem Aufzug? Warum geht der jetzt nicht? Ich will nicht zurücklaufen. Warum geht der Aufzug nicht? Eine gibt es in der Gargoyle-Kirche. Okay. Ich sollte mir die langsam mal besorgen. Ich weiß, dass in Neulondo auch eine ist. Muss ich jetzt echt zurücklatschen? Der Aufzug geht später weiter runter. Sepp! GG. An dich. Ich glaube, du warst das. Muss ich jetzt echt... Oh mein Gott, ich muss wirklich laufen. Ach du Scheiße. Ich hoffe, ich habe es dir nicht zu leicht gemacht. Oder beziehungsweise hoffe ich auch, dass du es mir nicht leicht gemacht hast. Ich glaube, hier kämpft gerade einer gegen Quäler. Guck mal an. Geil. War AFK. Ja, Tassilo Slayer hat mich gekillt. Keine Ahnung, wer von euch das war. In dem Fall nicht Sepp. Gib dich zu erkennen. Ach so, meint ihr? Okay. Ah. Ich muss einmal kurz hier am... Ich muss hier einmal resetten schnell. Damit das Gift weggeht und so weiter, ihr wisst Bescheid. Pat, du würdest verlieren, meinst du? Ach was. Kannst du vorher nicht wissen. Geht weiter runter nachher. Ich bin gerade schwer am Überlegen, wo dieser Aufzug hingeht. Hier bin ich falsch. Dämliche Fliege. Ja, genau. Ja. Absolut. Dieser Aufzug hier, an dem bin ich so oft gestorben bei meinem ersten Versuch. Ach, das war auch großartig hier an der Stelle. Der ist übel, der Aufzug, ja. Ist da hinten unten, ist da eine Feuerhüterinnenseele drin, in dem Loch? Nee, ne? Da war nur ein bisschen Moos. Irgendwas Tolles war dort, glaube ich. Ja. Ich wusste, irgendwas Gutes ist da. Ja, genau, mit den Toxin-Dudes, ja. War das... Ah, wo muss ich denn da nochmal langlaufen? Ist das noch weiter oben? Nee, das ist da unten, ne? Hier ungefähr, das passt schon. Moment, nee. Ich mach's lieber auf Nummer sicher, nicht, dass ich jetzt hier beim Runterhüpfen irgendwie... Da. Genau hier. Ach, scheiße, Mann.
direkt der Erste, ne? Ach so, das ist ja nicht die Vergiftung, das ist ja eine andere. Wo war die Seele? Ist das die Seele da unten? Nein! Da oben war auch noch ein Loot. Ja, das war sie. Okay, passt. Das ist ja keine Vergiftung, das sind ja Toxine. Das ist ja was anderes. Ich will hier auf jeden Fall raus, bevor ich sterbe, damit ich mein Zeug wieder sammeln kann. Ich werde doch da 100 pro jetzt dran sterben. Ich komme doch niemals bis zum Firelink, oder? Mit dem anderen Moos? Mit dem? Ah, okay, danke schön. Ah, danke, 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 danke. Wichtig. Sieht man mal, ich spiele das jetzt das dritte Mal durch und weiß einfach noch lange nicht alles, ne? Es gibt so viel Zeug in diesem Spiel. Das ist so krass. Und so geil einfach, dass man jedes Mal wieder ein bisschen was dazulernt. Also das mit den Blumen ist das gute Moos, das auch die Toxine wegmacht. So. Jetzt hole ich mir noch schnell nochmal eine Feuerhüterin-Seele. Schaffe ich das, an den Geistern vorbei, ohne zu sterben, da hinten hin? Theoretisch könnte ich jetzt hier invaded werden. War das nicht hier? Das ist doch eine Feuerhüterin-Seele hier. Da komme ich doch hin. Nein, verdammt. Nicht mehr zurück, ja. Nein! Ah! Scheiße! Ich bin ja hier unten jetzt wieder. Ach, kacke. Jetzt muss ich diesen dämlichen Aufzug wieder hoch. Ich bin vielleicht ein kleines bisschen dumm. Ah, diesen Sound, ne? Dass ich den mit reingebracht habe. Da finde ich noch viel schlimmer als Kackbratze. Du bist so eine Kackbratze! Was kannst du eigentlich? Ja, da kommt der andere. Ah, der Dumme ist ein bisschen leise, kann das sein? Muss ich den nochmal lauter drehen? Ja, so. Ich habe heute ein Blumenbeet umgegraben und die Samen ausgesät, um mal hier ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, währenddem ich jetzt hier zurück zum Feuerlingsschrein laufe. Einen sehr, sehr, sehr spannenden Weg. Ich habe nur vergessen, bei so Wildblumen, da muss man dann am Ende die Erde noch fest
so leicht festmachen. Nicht super fest stampfen, wenn die Samen drauf sind, sondern einfach nur so ein bisschen platt drücken. So, versuche ich jetzt, meinen Loot auch wieder zu holen? Nee, ne? Was ist mit Instant-Jonglage gemeint, Merlin? Genau das, was da steht. Sobald das verwendet wird, da wird halt kein Sound mit abgespielt. Das müsste ich mal noch ändern, damit ich sofort mitkrieg. Ich muss dafür in den Chat schauen. Und sobald ich es dann sehe im Chat, werde ich instant jonglieren. Oh, warte, was ist hier noch? Also wenn du das während dem Bosskampf zündest, ne? Die andere Art von Invaden, richtig. Oder wenn ich irgendwo zwischen Gegnern stehe oder sonst irgendwas. Ja, ich hoffe, die Blumen im Beet, dass die gut wachsen. Das wäre nice. Zwei habe ich, ne? Ja. Wait. Ah ja, genau, passt. Jonglage? Ja gut, jonglieren, dass da das Hauptwort Jonglage ist, kann man mal verpassen, denke ich. Jawohl, menschlich machen. Habe ich mittlerweile eine Waffe? Nee, ich habe alles durchgeguckt, ne? Ich habe alles durchgeguckt, so im Sinne von, benutze ich irgendwas? Und habe gesagt, ich bleibe mal noch bei dem Schwert, weil das aktuell noch besser ist. Schon peinlich. Ach, Ivo. Man kann nicht alles wissen. Die fette Keule halt als Zweihänder mit einem A-Bonus ist natürlich, hat was. Und da komme ich jetzt schon fast an die 200 ran von dem Drachenschwert. Hier kann ich halt easy noch einhändig spielen, jetzt dieses Schwert und mit Schild. Das hilft natürlich auch einiges. Welche Stufe? Oh ja, gute Frage. 38. So, okay. Sens Festung, ne? Wollen wir jetzt. Will ich jetzt Sens Festung oder gehen wir erst zu Nito? Sens Festung, na gut. Hallo Jungs. Ach, ich will eh nichts von euch. Nicht in die Tele... okay, Sepp. Das ist ein guter Tipp. Nicht in die Katakomben, bevor ich mich nicht raus teleportieren kann. Ich meine, ich habe ja einen Heimatknochen. Aber ich kann halt nämlich nicht wieder rein teleportieren und muss dann wieder von oben oder keine Ahnung. Also, schwierig. Auf jeden Fall schwierig.
Einmal kurz gucken, ob ich diese Keule hochleveln kann. Weil die hat halt einen A-Bonus auf Stärke. Oh ja, die große Glut gebe ich dir natürlich auch gerne. Ja, die Seelen fehlen. 132, dann wäre die zweihändig auf jeden Fall schon besser, aber irgendwie fühle ich es noch nicht. Die Keule fühle ich halt irgendwie gar nicht, ne? Einfach so eine riesige Keule. Ich meine, ich habe auch mit dem Drachenzahn gekämpft. Bevor ich jetzt zu Sens Festung laufe, machen wir noch eine andere Sache. Damit das gleich erledigt ist. Weil ich das vorhin einfach verpeilt habe. Die liegt ja, glaube ich, mitten offen da. Da muss ich ja nicht mal was für tun. Ich hab's einfach nicht mitgenommen. Das ist doch der Loot hier, genau. Bin ja total bescheuert, ne? Dass ich die nicht schon lange mitgenommen habe. Tschüss, Skelettos! Wann macht der, wie heißt denn der überhaupt, der Asylum-Demon, der zweite, der da unten drin ist, wann macht der Sinn? Ich weiß nicht, wie stark der ist. Nee, das will ich nicht. Hoppla. Yep. Aufgefüllt. Perfekt. Zack, und schon sind wir vor Sens Fortress. Let's go. Titanitscholle brauchst oder nach Anor Londo. Ziemlich stark. Okay, alles klar, verstehe. So. Kommt ihr mal, ihr zwei. Wait, what? Hä? Ihr habt die Falle nicht ausgelöst. Ich hätte die auslösen müssen. Ah! Ups. Oh shit. Moment. Das machen wir nochmal. Reset. Kommt mal her, Jungs. Wie jetzt? Ach, ihr wollt mich doch verarschen. Nope. Nope. Ach, ich bin mir nicht sicher, Leute. Ich bin mir hier nicht sicher. Nicht hinterherlaufen jetzt, bitte. Bitte nicht hinterherlaufen. Ich muss an das Leuchtfeuer kommen. Ja. Hat noch geklappt. Der eine muss vorher sterben. Ich will nicht gegen beide kämpfen. Wieso hatten das gerade jetzt zweimal nicht... Also das eine Mal habe ich die Falle nicht ausgelöst. Ja, okay. Hä? Jetzt ist die Falle ist nicht resettet. Und hier ist auch nur... Hä?
Hier ist auch nur eine Schlange. Warum erlebe ich all diese Bugs? Nee, die an. Hä? Da ist sie doch. Alter! Sie zoomt sich durch die. Jetzt hat. Sie hat sich einfach durch die Säulen hindurch auf mich zugezoomt. Ja, eigentlich wollte ich die parieren. Egal. So geht's auch. Zu früh, nein. Oh. Bevor ich nochmal in Sens Festung reinlaufe, sage ich YouTube. Vielen Dank fürs Einschalten. In dieser Folge wurde ich einmal invaded. Mir hat das einen Riesenspaß gemacht. Wer auch immer es war, er hat sich immer noch nicht zu erkennen gegeben. Es sind einige Vermutungen im Chat gefallen und Sepp wird nicht so ganz geglaubt, dass er es nicht war. Weiß nicht, vielleicht wird es ja noch irgendwann aufgeklärt. Und bis dahin, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.